Keep in mind that when I talk about Christ sprinkling his blood on the mercy seat, I'm not saying he literally sprinkled his physical blood on some physical object in the heavenlies. I believe the writer is speaking in a symbolic sense. It is an illustration which pictures the atoning effect of Christ's death on the cross. His death was foreshadowed in the action of the high priest sprinkling blood on the mercy seat in the Old Testament era. Christ offered himself to the Father as a sacrifice for sin. In that sense, he fulfilled the picture of the sprinkling of blood on the mercy seat. Nun gehen wir Vers für Vers vor. Auf dem Skript habe ich zu Vers 11 geschrieben: Der Messias brachte die Erfüllung zustande, indem er die wahren Segnungen brachte. Also der Messias aber, gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter. Die zukünftigen Güter meinen all die Segnungen, die im Alten Testament versprochen waren. Der Messias würde sie einmal bringen. Segnungen, die man im Alten Testament so noch nicht hatte, auf die man wartete sehnlichst. Und man wusste, dass die Opfer und all die Dienste in Verbindung mit dem alten Bund vom Sinai, dass das eben Hinweise sind auf das, was der Messias einmal Herrliches bringen sollte. Und jetzt wird hier eben gesagt, das ist erfüllt. Der Messias aber, gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter, und von denen wird gesagt, in Verbindung mit der größeren und vollkommeneren Hütte, die nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist. Also, der Messias hat diese verheißenen Segnungen gebracht und das alles steht in Verbindung mit diesem vollkommenen himmlischen Tempel. Und dieser himmlische Tempel ist ganz deutlich zu unterscheiden von dieser Schöpfung. Das zeigt eben, wie erhaben das alles ist. Es geht ja nicht um einen Tempel, den Menschen gemacht haben, wie die Stiftshütte, den Salomo-Tempel, den zweiten Tempel in Jerusalem, sondern es geht um den Tempel, den Gott gemacht hat im Jenseits. Vers 12. Auch nicht mit Blut von Böcken und Kälbern. Aber eben hier wird gesagt, der Messias ist nicht gekommen in Verbindung mit solchen Opfern, wie sie am Yom Kippur und überhaupt im Alten Testament dargebracht wurden. Nicht mit diesem Blut, sondern mit seinem eigenen Blut. Mit dem Blut des Messias. Und er ist ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen, als er eine ewige Erlösung erfunden hatte. Das heißt, er ist mit seinem eigenen Blut, mit dem Blut des Messias, in das himmlische Heiligtum eingegangen. Und hat dieses Blut auf der himmlischen Bundeslade gesprengt. Die himmlische Bundeslade wird erwähnt in Hebräer 11, was sage ich Hebräer? Offenbarung 11, Vers 19. Können wir das nachlesen? Johannes sieht den Tempel im Himmel und auch die Bundeslade. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet. Und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel gesehen. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel. Dort gibt es die originale Bundeslade. Und der Messias hat sein Blut hineingebracht in den Himmel, auf dieser Bundeslade gesprengt. Und der Hebräerbrief erklärt hier, er hat eine ewige Erlösung zustande gebracht. Und er hat das ein für alle Mal getan. Er wiederholt das nicht so wie beim Yom Kippur. Da wurde das jedes Jahr wiederholt. Und er hat das einmal gemacht. Warum? Weil dieses Opfer endgültig ist. Sieht man den Kontrast? Damals musste ständig wiederholt werden. Jedes Jahr wieder neu Yom Kippur. Er hat das einmal gemacht und es ist vollgültig. Und darum wird das genannt eine ewige Erlösung.